Hallöchen, meine lieben Freunde. Ich hoffe, mein Video zur Cancel Culture hat euch ein bisschen gefallen. Falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, schaut gerne mal vorbei. Es ist ein sehr wichtiges Thema, zumindest finde ich, dass es sehr aktuell und sehr wichtig ist. Aber heute geht es mal um was anderes, etwas, was ich schon lange nicht mehr auf diesem Kanal gemacht habe, nämlich um eine True Crime Story. Ja, zwischen Genie und Wahnsinn, ja, ist ja nur eine dünne Linie und manchmal schrammen immer wieder ein paar Leute an ihr vorbei. Manche Charaktere befinden sich dagegen gleichzeitig auf beiden Seiten. Phil Spector ist eine von diesen Personen von dieser Art und Weise. Vorgestern ist er im Alter von 81 Jahren im Gefängnis an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass moderne Musik so klingt, wie sie klingt. Ja, wir hatten ja erst im Video über die Weihnachtssongs beispielsweise die Erkenntnis, dass All I Want for Christmas auch mit der sogenannten Wall of Sound Technik produziert wurde. Die hat Spector erfunden. Ja? Aber dieses Genie hat auch tiefe Abgründe gehabt. Was er erreicht hat und wie er zum Mörder wurde, das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Aber eins nach dem anderen. Spector wurde 1939 in die untere Mittelschicht in der Bronx geboren. Sein Vater war ein jüdischer Immigrant, Benjamin Spector genannt, und brachte sich um, als sein Sohn gerade 9 Jahre alt war. Ist zugegebenermaßen ein sehr schlechter Start ins Leben. 1958 wurde Spector mit seiner Band The Teddy Bears erfolgreich, hatte einen Nummer 1 Hit mit dem Titel To Know Him is to Love Him, eine Zeile vom Grabstein seines Vaters. So viel zur Dualität seines Lebens, das wirft seine Schatten schon voraus. Bereits in den 1960er Jahren hatte sein Name Gewicht. Er produzierte bereits damals Erfolg. Er landete regelmäßig mit seinen Songs und Produktionen in den Top 10. Das lag auch an der von ihm entwickelten Wall of Sound Technik. Wir müssen da ganz kurz mal drüber reden, weil er echt bedeutend für die moderne Musik war. Ja, zur Definition des Wall of Sound. So wird in der Musikproduktion, die von Musikproduzent Phil Spector ab 62 in den Gold Star Studios von Hollywood mit seinen Künstlern bis 66 hergestellte Popmusik bezeichnet, die durch eine hohe Sounddichte und durch intensiven Einsatz von Audioeffekten gekennzeichnet ist und oft mit einer Überorchestrierung verbunden war. Ja, also, um das mal ein bisschen verständlicher zu sagen, neu war im Grunde, dass Spector das Tonstudio als eigenes Musikinstrument ansah, denn bis dahin wurden, ja, da noch alle Instrumente steril für sich aufgenommen. In Spectors Methode war es auch beispielsweise erwünscht, wenn man im Hintergrund der Aufnahme andere Instrumente hören konnte, beziehungsweise das war eigentlich das Ziel. Spector war einer der ersten, die nicht nur mit einem Gitarristen und einem Schlagzeuger arbeiteten, so, sondern 5 gleichzeitig beispielsweise. Dazu dann noch ein paar Streicher, Blechbläser, mehrere Bässe, Begleitinstrumente jedweder Art. Und in diesem tosenden Klanggewölbe, kann man sagen, wurde dann diese aufgenommene Musik während weiterer Proben noch einmal über die Studio-Lautsprecher eingespielt, wodurch Halleffekte wie in einer Echokammer entstanden. Ja? Das ist frühes Overdubbing und Layering, und das ist im Endeffekt Standard der heutigen Popproduktion, also vielleicht nicht auf diese Art und Weise, aber diese Verfahren. Im Nachgang kam dann Kompression drauf und dadurch wurde es sehr laut und dicht, wodurch wiederum einzelne Instrumente nicht mehr herauszuhören waren. Ein umwerfender, maximal druckvoller Effekt, der da erzeugt wurde. Und die Kompositionen Spectors waren zwar poppig, schmalzig, aber gleichzeitig auch düster. Diese Dramatik war im Pop neu. Er sah sich selbst vermutlich so als der Wagner der Popmusik. Ganz bescheiden. Aber to be honest, er musste halt auch nicht bescheiden sein, weil er war der Spielmacher in seiner Zeit. Jedenfalls war das, was in den Gold Star Studios abging, das war was ganz Besonderes zu dieser Zeit. Aber egal, wie erfolgreich der legendäre Produzent war, er kämpfte immer mit Dämonen im Innern, so wie er es nannte. Mein Zitat, ich würde sagen, dass ich bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich relativ verrückt bin. Glauben Sie mir, Sie wollen mein Leben nicht. Denn es ist kein besonders erfreuliches Leben gewesen. Ich war nicht glücklich. Das sagte er dem Daily Telegraph 2003, nur wenige Monate bevor er zum Mörder wurde. Spector war schon jahrzehntelang als Gewalttäter bekannt. Man nannte ihn den Mad Genius of Rock'n'Roll. Öffentlich wurde diese Seite von ihm bereits Anfang der 70er Jahre, kann man sagen. Eine Gruppe, die er berühmt gemacht hat, waren die Ronettes aus Harlem. 68 heiratete Spector die Ronette-Sängerin Ronnie, sperrte sie dann mit mehreren adoptierten Kindern in seiner schlossartigen Villa in Südkalifornien ein, misshandelte sie und drohte damit, sie umzubringen. Ja, so beschrieb sie es zumindest 1990 in ihrer Biografie. In den wenigen Fällen, und es ist völlig krank, ja, wenn er sie ausfahren ließ, musste sie eine lebensgroße Puppe von ihm auf dem Beifahrersitz mitführen. 72 gelang ihr dann mit Hilfe ihrer Mutter die Flucht und sie sagte, ich wusste, dass ich dort sterben würde, wenn ich nicht gehen würde. Na, also so viel, so dramatisch.
Wieso hat ihn niemand aufgehalten? Warum waren solche Geschichten nicht genug, um ihn zu ächten in der Gesellschaft? Der Spruch klingt jetzt völlig bescheuert, aber gerade auf die Entertainment-Branche traf das zu. Das waren andere Zeiten. Damals ging es um den schnellen Erfolg. Das war während des stürmischen Goldrauschs der Musikindustrie beispielsweise. Ja, in dieser Zeit war Wahnsinn nicht nur geduldet, sondern erwünscht. Ja, er ließ Männer wie Spector zu Göttern aufsteigen. Seine damals als exzentrik gefeierte Selbstdarstellung durch Perücken und opulente Inszenierung machte aus dem Produzenten einen Dirigenten. Ja, er erschuf sich selbst einen Status. Der Produzent war kein Handwerker mehr, sondern ein Künstler. Ein Künstler an sich, der das Werk vervollständigte. 1965 schrieb der Reporter Tom Wolfe ein Essay über Spector und seine immens erfolgreiche und bei der Jugend populäre Musik, die er für Girlgroups wie The Ronettes oder The Crystals komponierte. Der Titel The First Tycoon of Teen. Der selbst legendäre Brian Wilson nannte ihn die größte Inspiration seines Lebens. Ja, also seht ihr mal, was er für einen Impact hatte zu der Zeit. Mitte der 70er hatte er einen beinahe tödlichen Autounfall, nachdem er sich dann aus dem öffentlichen Leben zurückzog. Seine psychischen Probleme machten es eigener Aussage zufolge nicht möglich, Teil des Alltagslebens zu sein. Und erst 2003 kam er wieder an die Öffentlichkeit und der Fall, ja, der Mordfall, zog alle Aufmerksamkeit auf sich. Ich glaube, ich habe jemanden getötet, sagte der damals 69-Jährige in den frühen Morgenstunden des 3. Februar 2003, als er aus seinem Haus kam, mit einer Waffe. Hinter ihm lag die zusammengesunkene Leiche der 40-jährigen Schauspielerin Lana Clarkson, aus Knight Rider Scarface bekannt, in einem Nachbau des Throns von Ludwig XIV. Er hatte sie am Abend zuvor erst kennengelernt in einer Bar. Ja, und der ganze Fall lief nach Hollywood-Standard ab. Helikopter, Massen an Medien und die perfekte Inszenierung Spectors. Er schien diese Rückkehr ins Rampenlicht richtig zu genießen und lieferte ja das Fundament der typischen Hollywood-Gerechtigkeitsgeschichte. Die Tirade auf den Stufen des Gerichtsgebäudes, die aufwendige und geradezu seltsame Frisur, die Rokoko-Kleidung, die trophäenartige Frau an seiner Seite, die Phalanx der Leibwächter. Und sagte dann, sie hat die Waffe geküsst. Ja, das versuchte er auch dem Gericht klarzumachen. Eine krude Story. Ja. Aber letztendlich stieß Spector auf eine Flut von Beweisen. Niemand glaubte der Verteidigung, dass Clarkson selbstmordgefährdet war, dass sie selbst dran schuld war, dass er sie mit dem Lauf in ihrem Mund erschoss. Warum sollte jemand, der sich gerade selbst erschießen wollte, mehrere Paar Schuhe kaufen im Vorfeld? Ja, im Prozess hörte man Experten aussagen, dass sich Menschen selten spontan und fast nie bei einem Fremden zu Hause umbringen. Spontan, den sie nicht kennen. Noch schlimmer für die Verteidigung war in dem Fall auch die Entscheidung des Richters, in beiden Prozessen Beweise für frühere Handlungen von Spector zuzulassen, an denen Frauen und Waffen beteiligt waren. Also er schien da so ein Faible dafür zu haben. So eine Schar von Frauen bestätigte in den Prozessen, wie Spector sich von Charme zur Bedrohung veränderte mit Drogen im Blut. Ja, seine Vorliebe, Menschen Waffen ins Gesicht zu schwenken, war dann so ein Beweis, dass es maximal ein Unfall war, wenn nicht sogar gewollt. Die grausamen Bilder vom Tatort machten dann auch einen Eindruck, den die Verteidigung nicht zerstreuen konnte. Die tote Schauspielerin, eine Kultlegende aus einem Film über eine Barbarenkönigin, wurde zu einem Film-Noir-Klischee, kann man sagen. Das blonde Sternchen lag auf einem Stuhl, die Unterseite ihres Mundes weggepustet. Ein 36er Colt unter ihrem linken Bein. Wenn dies nicht Phil Spector wäre, der viel Geld ausgeben kann, hätte ein solcher Prozess niemals so lange gedauert, sagte Jean Rosenblut, ein Rechtsprofessor an der University of Southern California, nach der Urteilsverkündung. Fälle werden normalerweise nicht vor Gericht gestellt, wenn es so viele Beweise gegen den Angeklagten gibt. Ja, vermutlich hatte sie umgebracht, weil sie ihn ablehnte. 2009 wurde er dann zu 19 Jahren Haft wegen Mordes verurteilt. Aber was wird jetzt aus seinem Werk? Was bedeutet das aus heutiger Sicht noch? Wie geht man mit dem Erbe um, das er geschaffen hat? Und hier mal ein Zitat aus dem Spiegel, der sich ebenfalls mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Aus heutiger Sicht ist Phil Spector vor allen Dingen ein Mörder und ein übergriffiger Tyrann, der in der Spätphase seiner Produzentenkarriere dafür berüchtigt war. Musiker, darunter angeblich sogar die Ramones und Leonard Cohen, im Studio mit vorgehaltener Waffe zu bedrohen. Tina Turner ließ er 66 bis zur Erschöpfung gegen ein 21-köpfiges Orchester mit ebenso starkem Background-Chor ansingen. Ja, und die Aufzählung von derlei Vorfällen, die ist lang. Was denkt ihr?
Haben solche Menschen in der heutigen Entertainment-Branche immer noch Macht? Gibt es die noch und können sie immer noch so handeln? Und wie soll man mit seinem Werk im Nachhinein umgehen? Jedenfalls ein sehr spannender Fall, den ich mit euch teilen wollte. Besucht mich gerne morgen 20 Uhr auf Twitch zu einem entspannten Reaction- und Laberabend oder ja, jetzt gleich auf Instagram. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis dann meine Lieben und gehabt euch wohl. Tschüssikowski.